Hey und herzlich willkommen, ich bin's, euer Spooky. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute mal mit einem neuen Infovideo zu One Piece Unlimited World Red. Und zwar könnt ihr es ja schon am Titel lesen, ich möchte mit euch die Trophäen durchgehen, die man für dieses Spiel erreichen kann. Und die ganzen Trophäen sind jetzt schon auf Deutsch released und ja, würde mal sagen, gucken wir uns mal die ganzen Trophäen an. Wir fangen mal an mit diesen ganzen Bronze-Trophäen, die es hier gibt. Und ja, die erste wäre gutes Timing. Führe eine Aktion richtig aus. Ja, ich glaube, eine Aktion ist jetzt einfach eine Combo auf jeden Fall. Es gibt ja rechts am Bildschirm, sieht man so mehrere Tasten. Viereck, 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 Dreieck, Viereck, 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 Viereck. Und wenn man die alle, glaube ich, einmal durch hat, dann aktiviert man so eine Art Rage-Modus, wo man ganz kurz alle Gegner richtig weghauen kann und richtig brutal halt. Und ich glaube, wenn man das einmal schafft, dann kriegt man eben diese Trophäe. Dann haben wir Racer, beende die Quest jenseits der Stärken in 3 Minuten oder weniger. Ja, ist einfach eine Mission eben, die man schnell beenden muss und ja, gut eben. Das gleiche haben wir hier eben auch noch mit 6 Minuten bei Tempokönigin in der Quest Stärke der Welt und dann nochmal Tempokönig, die stolze Piratencrew in 6 Minuten. Sind jetzt halt irgendwelche Missionen, also irgendwelche Trophäen, die man halt einfach so zwischendurch machen kann, wenn man das Spiel durch hat. Das muss man nicht gleich zu Beginn machen. So, Communicator, schließe eine starke Stimmeabfolge ab. Keine Ahnung. Also Leute, ihr müsst bedenken, ich habe das Spiel selber noch nicht gespielt. Schließe eine starke Stimmeabfolge ab. Keine Ahnung, was das ist, Leute. Also, keine Ahnung. Morgan, begrüße die Stadtbewohner 300 Mal. Okay. Ist ja auch so irgendeine Trophäe, die total sinnlos ist. Aber okay. Nicht schlecht. Wahrscheinlich kann man die ganzen Stadtbewohner einfach ansprechen und ja, dann kriegt man das Ganze auch gut hin. Benutze die Gum-Gum-Rakete 500 Mal. Das ist wahrscheinlich jetzt irgendeine. Achso, Gum-Gum-Rakete, ich weiß, was das ist. Und zwar, wenn man über die Stadt gehen möchte, kann man zum Beispiel seine Hand ausfahren und eben an Dächern zum Beispiel sich seine Hand packen lassen und sich eben herziehen. Mein Deutsch ist gerade voll von Arsch, ich merke es gerade schon. Auf jeden Fall kann man eben sich durch die Stadt schwingen, sagen wir es einfach so. Man hat es schon ein bisschen im Trailer gesehen und das soll mal 500 Mal einsetzen. Wollt ihr mich verarschen, ey? Ja, der Hammer. Ja, dann will ich bitte hoffen, dass das Spiel auch lange geht. Dann kann ich es einsehen. So, machen wir mal weiter. Und zwar Jackpot. Ruppel 10 Ruppelkarten frei. Ja, mir wird gerade auch einen geruppelt. Und nicht nur 10 Mal, sondern hängt nochmal 5-0 dran, dann passt das Ganze. Ja, Ruppelkarten kann man sich kaufen. Was die kosten, keine Ahnung. Und was man da gewinnen kann, keine Ahnung. Besitze wie viel? 100.000 Berry. Ja, ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade viel, finde ich. Naja, besitze 5000 Piratenpunkte. Keine Ahnung. Also wie man die ganzen Punkte kriegt oder das Geld, Leute, ich weiß es nicht. Also Geld kriegt man wahrscheinlich durch Missionen oder während der Mission, dass man irgendwelche Geldsäcke oder irgendwelche Truhen aufschlagen kann oder so. Und wie man die Piratenpunkte kriegt, ich schätze einfach mal, dass man nach einer Mission auch eben ein paar Punkte kriegt für die Mission. Und ja, so kann man dann im Rang aufsteigen. Freunde an meiner Seite, beende eine Quest im Mehrspielermodus. Oh, Leute, das ist eine Ankündigung. Und zwar wird es den Online-Modus geben. Ja, der Hammer. Das wusste ich jetzt nicht. Ich habe gedacht, es wird gar keinen Online-Modus geben. So wurde es mir mehrmals gesagt und so habe ich es auch erfahren. Ist ja der Hammer. Oh, da freue ich mich drauf. So, dann wurde der Online-Modus auch mal bestätigt. Finde ich gut. Machen wir weiter mit den Silbertrophäen. Hilfreicher Nachbar. Beende 60 Quests. Joa, hört sich schon mal ziemlich viel an, 60 Quests. Machen wir mal weiter. Galerie der Schurken. Vervollständige die gesamte Charaktergalerie. Okay. Ja, man muss einfach alle Charaktere freischalten. Mehr eigentlich ist das nicht. Vervollständige die gesamte Wortgalerie. Jetzt, was ist denn das Wortgalerie? Das ist hier wieder so eine Sprechblase mit Punkt, Punkt, Punkt. Das hatten wir hier vorne auch vorher bei Communicator. Also, boah, keine Ahnung, was das sein wird. Sagt bloß, man muss jetzt hier bei Dressrosa als Kommentator arbeiten. Das wäre auch nochmal schön, weil da gibt es ja auch so einen Kommentator aktuell, der da immer gerade reinspricht und eben diese Kämpfe kommentiert. Finde ich auf jeden Fall nice. So, Früchte des Trainings. Erreiche mit einem Charakter Level 50.
Okay, das ist wahrscheinlich das Höchste, was man erreichen kann, Level 50. Wäre für mich auch okay, weil, mal ganz ehrlich, bei One Piece Pirate Warriors 2, da kann man die Charaktere einzeln bis Level 100 trainieren. Klar, es gibt da noch diese Möglichkeit mit Barry, also mit Geld zu zahlen, dass die dann automatisch das Level hochgehen, also mit Spielgeld, Leute. Aber ganz ehrlich, ich habe dazu gar keine Zeit, die auf 100 zu trainieren, deswegen 50 ist schon okay, das würde mir auch ein paar langen und so, also muss jetzt nicht irgendwie 100 oder 200 sein. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. So, dann haben wir hier die Trophäe Champion noch. Kampfkolosseum abschließen, ja, ist ja eindeutig, was das ist, einfach das Ganze durchspielen. Dann haben wir hier eine Goldtrophäe. Latente Talente. Erreiche mit allen Charakteren Level 40. Also wird höchstwahrscheinlich Level 50 schon das höchste sein, weil dann müsste hier auch irgendwas mit 100 sein, aber das gibt's hier nicht. Naja, Level 40 mit allen Charakteren, ich glaube, das ist machbar auf jeden Fall. Dann haben wir hier die Platin-Trophäe und zwar ich werde der Piratenkönig. Verdiene alle Reisen? Was ist denn das für ein Deutsch? Verdiene alle Reisen? Ich würde dazu sagen, schließe alle Reisen ab oder so. Keine Ahnung, ob doch nicht verdiene alle Reisen. Naja, könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Dann geheime Trophäen wird es diesmal nicht geben. Finde ich sogar gut. Weil ich hasse geheime Trophäen, weil man dann immer so lange im Internet rumsuchen muss, bis man das überhaupt gefunden hat. Und ich habe so ein paar Spiele, wo das wirklich manchmal abkotzen könnte. Aber naja, warum sind jetzt hier nochmal Bronze-Trophäen? Die hatten wir doch vor hier oben, oder? Ja, keine Ahnung, dann ist das einfach ein Fail der Seite. Und zwar, beende den Prolog, beende Episode 1, beende Episode 2, beende Episode 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, es gibt 8 Episoden, man sieht auch so ein bisschen was zu den Charakteren. Und zwar sieht man hier diesen Waschbär, dann sieht man hier, wie heißt der jetzt nochmal? Scheiße, jetzt habe ich den Namen vergessen. Ach Mann! Der war doch erst bei Pankasat. Oh Mann. Caesar Clown, genau. Caesar Clown war's. Dann haben wir hier Sir Crocodile. Dann haben wir hier, den kann ich gerade gar nicht erkennen. Luki ist es, glaube ich. Dann haben wir hier Whitebeard, Blackbeard. Das ist Enel in seiner Donnerform. Dann haben wir hier Ace und ja, Sakazuki. Oh Mann. Ich mag ihn nicht. Nicht, weil er Ace getötet hat. Nein, nicht deswegen. Ich mag ihn einfach vom Charakter her nicht. Ich finde ihn irgendwie... So. Machen wir weiter. Und zwar, bin aus Gummi. Führe Ruffys Abwehren 100 Mal richtig aus. Sag jetzt bloß, das muss man mit jedem machen. Ja, tatsächlich. Da Ruffy Build, der Schwertmeister, führe Zoros abschneiden 100 Mal richtig aus. Okay. Krass. Erbeute 100 mal Items Barry mit Namis Fähigkeit stehlen. Ah, das habe ich euch ja gesagt, dass jeder Charakter so eine Art Einzelfähigkeit hat. Zum Beispiel Ruffy kann jetzt zum Beispiel Kanonenkugel abwehren. Zoro kann Metalltüre abschneiden. Nami kann jetzt klauen, ist ja ihr Hobby. Was kann Lysop? Landet 200 Angriffe mit Lysop im Scharfschützenmodus, also klar, also die Brille aufziehen und dann kann man, das hat man ja glaube ich auch schon im Trailer gesehen, dass man aus einer Ego-Sicht glaube ich Lysop mal kurz spielen kann und eben mit diesem Kabuto-Ding da, wie es seine Schleuder auch immer heißt, schießen kann. Dann haben wir hier der Meisterkoch, führe Sanjis Kochschlag 50 mal aus. Kochschlag, okay, habe ich auch noch nie gehört, hört sich interessant an. Führe Choppers Heilmittel herstellen 50 mal aus, also hat man ja auch schon im Trailer gesehen, wie er irgendwie an so Reagenzgläschen rumschütteln, dann zusammenführt und sowas. Finde ich ganz niedlich und wird bestimmt auch ganz lustig sein. Dann haben wir hier die Archäologin, erhalte 30 Items über Robins Fähigkeit Tafel lesen. Oh yeah. Also muss ich ja nicht viel dazu sagen, oder? So, der Schiffsbauer. Bau mit Frankies Fähigkeit Kanonen. Platziere 50 Kanonen. Ja, ist ja eindeutig. Muss man eigentlich nicht weiter erklären. Der Soul King. Führe Brooks Fähigkeit Neue Welt 50 Mal aus. Okay. Die kenne ich gar nicht, die Fähigkeit. Also wenn einer weiß, was das ist, einfach ab in die Kommentare. Ich habe mir jetzt die ganzen Sachen auch noch gar nicht angeguckt. Ich bin nur einmal so drüber geflogen, aber ich habe es mir eigentlich nicht durchgelesen. Deswegen, naja, ich lese es jetzt wirklich, wie gesagt, auch zum ersten Mal und bin ein bisschen erstaunt über die ganzen Sachen hier. Ja, ich mache euch alle fertig. Besiege insgesamt 5000 Gegner. Das ist für mich anspruchsvoll, sag ich mal, aber ist okay, weil, oh Gott, wenn ich das mit Pirate Warriors 2 vergleiche, da gab es so eine Aufgabe, da stand, glaube ich, besiege 100.000 Menschen oder Gegner halt. Und
ganz ehrlich, wer macht das? Außer die Leute, die das wirklich bis heute noch spielen, die haben es bestimmt schon. Aber ganz ehrlich, wer suchte das so sehr, dass er wirklich 100.000 Leute besiegt? Das ist echt unglaublich. Naja, machen wir weiter. Wunder Comeback. Führe die Spezialfähigkeiten deiner Charaktere insgesamt 100 Mal aus. Ja, supi. Wenn wir schon hier die ganzen Strohhut-Leute zusammenzählen, die ganzen anderen. Ich weiß gar nicht, wie viele Charaktere das sind. Das wird ein bisschen lange dauern. Hier waren wir, genau. Dann haben wir hier Wanderer. Reise insgesamt 50.000 Meter. Das ist jetzt auch okay. Das sind halt irgendwie so Sachen, wo man immer irgendwie was machen muss. Also, keine Ahnung. Ja, klar, man muss bei jeder Trophäe was machen, aber irgendwie mach dies, mach das. Nicht mal durch irgendwie Story was, außer diese ganzen hier, mach die Episode fertig und dann kriegst du das. Naja, ist okay. Also, ich will da jetzt nicht rummängeln oder so. Phänomen als Insektenfänger. Fange 13 Insektenarten. Ja, super, ey. Jetzt darf ich das auch noch machen. Angelmeister. Fange 14 Fischarten. Die Fische, da habe ich das einmal erklärt. Und zwar habe ich gesagt, ich finde es voll skurril, dass Fische 2 Augen haben. Ja, es war Fail von mir. Ich habe es aber falsch erklärt. Ich wollte sagen, dass Fische 2 Augen auf einer Seite haben. Also sprich 4 Augen haben. Und da wurde sich ein bisschen lustig drüber gemacht in den Kommentaren. Nein. Okay, machen wir weiter. Du hast mich verstanden. Schließe deine Erweiterung ab. Okay. Schließe 15 Erweiterungen ab. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Updates zu irgendwelchen Waffen. Das gab's bei Unlimited Cruise SP und den ganzen V-Titel. Das gab's da genauso, dass man zum Beispiel seine Angel irgendwie ausrüsten konnte, dass das irgendwie eine super Angel war. Dann, ja, ich sag, kommt ein bisschen bekannt vor von Pokémon, Profi-Angel dann und so. Auf jeden Fall kann man seine Ausrüstung erweitern. Das ist auf jeden Fall sehr hilfreich und sehr nutzvoll. Iss 100 Gerichte im Restaurant. Jo. Ist ja geil, dass man auch ins Restaurant gehen kann. Da muss ich mich nicht von Sanji vollstopfen lassen. Nein, natürlich nicht. Selbstversorger, ernte 30 Mal im Garten. Ey, der Hammer, ey, was kann man da noch alles machen? Kann man auch Kinder zeugen? Fertige 100 Items in der Apotheke. Das ist wahrscheinlich Choppers Job, voll der Zungenbrecher. Entwickle 100 Items in der Fabrik. Das ist wahrscheinlich dein Lysop oder Frankies Job. Geldmacher, verdiene 50.000 Berry mit dem Museum. Eieiei, wie viele Trophäen sind das noch? Ist ja alles eigentlich eindeutig, also da muss man auch nichts erklären oder so. Die Macht des Worts. Verstärke 100 starke Wörter. What the fuck, was ist denn das mit diesen Wörtern? Was soll ich da für Wörter? Soll ich als Hund Hurensohn machen oder was? Keine Ahnung, also ich verstehe es nicht, was das mit den starken Worten sein soll. Also, da bin ich jetzt schon gespannt auf das Let's Play. Wäre der Hammer, wenn man aus Hallo irgendwie ein Update rausbringt zu Hi oder so. Keine Ahnung, also voll creepy. So, gutes Auge für Sachen. Zerbricht 300 Kisten. Also, wie gesagt, habe ich ja vorher schon gesagt, dass man vielleicht aus Kisten dann irgendwie ein bisschen Geld kriegt. Muss ja jetzt nicht viel sein, zum Beispiel. Ja, 200 Berry oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein bisschen was und jo. Kriegserklärung. Setze den Feuervogelstern ein, um auf Enies Lobby die Flagge der Weltregierung zu treffen. Das ist halt Story. Das muss man kennen, Leute. Also, Soge King, sein perfekter Auftritt, sage ich einfach mal. Okay, es war ja nicht sein erster Auftritt, aber es war wirklich einer der coolsten Momente von Lysop oder Soge King. Und, boah, wie geil das war damals im Anime. Die allergrößten Piraten. Schwierige Hauptstory abschließen. Okay, wahrscheinlich kann man die Hauptstory irgendwie auf verschiedenen, ja, Schwierigkeiten einstellen. Ist okay. Rivalen. Alle Boss-Quests abschließen. Jo, passt. Da kommen halt alle bösen Gegner. So, jetzt haben wir noch 4 Stück und zwar wieder Silbertrophäen. Die hatten wir doch da oben, aber egal, machen wir weiter jetzt. Letzte Episode abgeschlossen. Beende die letzte Episode. Das ist wahrscheinlich hier gegen diesen R. Der heißt R anscheinend. So wurde es mir gesagt. Ob das jetzt wirklich stimmt, werden wir dann in meinem Let's Play sehen, wenn ihr das verfolgt. Und ja, sieht auf jeden Fall interessant aus, diese ganzen Trophäen bis jetzt. Und zwar gibt es hier noch Plappermaul. Schließe 300 starke Stimmenabfolgen ab. Leute, ich weiß es immer noch nicht. Da bin ich jetzt wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, was damit gemeint ist mit diesen starken Stimmen hier. Naturliebhaber, vervollständige eine komplette Sammlung von Insekten und Fischen. Eieieiei. Also es scheint wohl, dass es nur Insekten und Fischen zu fangen gibt.
Eigentlich gab es ja bei Unlimited Cruise auch noch, glaube ich, einen Maulwurf. Konnte man auch fangen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Das wird wahrscheinlich weggelassen. Finde ich schade, wenn man nur Insekten fischen, ja, fangen kann. Ich werde mich dann aber nur an die Fische rantrauen, weil ich hasse Insekten, Leute. Ich hasse Insekten wie die Pest, wirklich. So, kommen wir zur letzten, und zwar Baumeister. Schließe alle Erweiterungen ab. Okay. Ja. Ist nichts Besonderes. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Trophäen findet, und ich finde es ja ganz ordentlich, ist okay, man hat auf jeden Fall was zu tun. Wenn ich hier mir das zum Beispiel angucke, hier mit alle Charaktere auf Level 50 bringen und so ein Quatsch und sowas, also wird man auf jeden Fall einiges zu tun haben. Ich werde hier den Link auch nochmal schön in die Beschreibung setzen, dann könnt ihr euch das Ganze nochmal angucken. Und ja, schreibt mir doch einfach mal eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Ganze hier so findet. Ich finde es eigentlich ganz okay, aber ich weiß nicht, also die hätten das so ein bisschen besser beschreiben können, was die zum Beispiel mit diesen Wörtern da meinen. Also ganz komisch. So, wie gesagt, schreibt mir einfach mal eure Meinung in die Kommentare. Wie fandet ihr so ein Video? Soll ich das bei Naruto Storm Revolution genauso machen und bei anderen Anime-Games? Könnt ihr mal alles in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ich bin euer Spooky, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.